Flachdübel, Runddübel, Dominos. Was ist die bessere Verbindung? Darum geht's in den nächsten paar Minuten. Ich habe hier das Material für eine kleine Kommode liegen. Die gehört zu einem Online-Kurs, der gerade läuft. Ich verlinke euch das Ganze mal unter dem Video. Und da muss ich natürlich auch Verbindungen fräsen. Und ihr kennt sicher das Problem. Es gibt drei große Systeme am Markt derzeit. Einmal Flachdübel, dann Runddübel. Da habe ich den Duo-Dübler von Muffel hier liegen. Und Dominos, das wäre die Domino-Fräse von Festool. Alle diese Systeme haben Vor- und Nachteile. Für alle diese Systeme braucht man, wenn es effektiv sein soll, spezielle Maschinen. Diese Maschinen sind mitunter recht teuer. Das heißt, die wenigsten von euch dürften alle drei Systeme einsetzen. Ich denke, wenn überhaupt, setzt ihr eines der Systeme ein. Das gängigste wird wohl das Flachdübelsystem sein. Hier eine Maschine von Lamello. Und ich zeige euch jetzt einfach mal alle drei Systeme und erkläre euch ein bisschen was dazu. Dann könnt ihr vielleicht für euch selber entscheiden, was ist für mich die richtige Maschine. Das kommt nämlich sehr aufs Einsatzgebiet an. Aber wie gesagt, ich erkläre euch alle drei Maschinen und dann sehen wir weiter. Das wäre also eine Flachdübelfräse. Eine im Prinzip recht einfache Maschine, auch einfach in der Handhabung, wenn man sich mal ein bisschen eingearbeitet hat. Und die üblichen Verbinder, die man damit verarbeitet, sind diese Verbindungsplättchen, meist Lamellos genannt, vom Erfinder dieses ganzen Systems, der Firma Lamello. Die gibt es in verschiedenen Größen. Der gängigste ist die Nummer 20. Den benutzt man für Plattenverbindungen oder Materialstärken von 16 bis 25 mm. Wird das Ganze dünner, kann man kleinere Verbinder nehmen, jeder Verbinder Größe 10, jeder Verbinder Größe 0. Ihr seht aber schon, wenn die Verbinder schmaler werden, werden sie in alle Richtungen schmaler und kleiner. Die Stärke ist immer die gleiche, das sind immer 4 mm. Es gibt einen Verbinder, der braucht eine dünnere Nut, aber der ist auch wirklich sehr klein. Den verwende ich nie. Und wie ihr hier seht, es gibt auch einen großen Verbinder, wenn man wirklich größere Bauteile miteinander verbinden will. Das ist wie gesagt der gängige Verbinder und ihr seht diesen Verbinder hier, der wird in der Breite eingefräst. Das heißt, ihr seid in der Minimalbreite eurer Werkstücke begrenzt. Ihr braucht eine Mindestbreite von 70 bis 75 mm für so einen 20er Verbinder. Nehmt ihr den kleineren Verbinder, können die Teile zwar schmaler sein, aber der Verbinder geht auch nicht mehr so tief ins Holz. Das hält nicht wirklich. Das Schöne an diesem System ist, dass es neben diesen Holzverbindern auch noch einige andere Verbinder gibt. Da wäre zum Beispiel dieser Schiebeverbinder, der nennt sich einfach Metall. Auch da habe ich euch was unter dem Video verlinkt. Dann gibt es Verbinder, die haut man einfach nur zwischen die Hölzer mit ein bisschen Leim. Auch sehr schön. Und mein absoluter Favorit, der Klamex. Auch dazu habe ich euch was verlinkt. Also unter der Videobeschreibung habt ihr jede Menge Lesestoff. Der Klamex ist ein Verbinder für lösbare Verbindungen. Damit könnt ihr also Möbelteile verbinden, die ihr wieder zerlegen könnt. Größere Schränke oder als Verleimhilfe, wenn die Verbindung schwieriger wird. Der ist wirklich super und man kann ihn mit jeder beliebigen Flachdübelfräse einsetzen. Auch dazu habe ich euch einen Artikel verlinkt. Das Schöne an dieser Maschine ist, dass sie, wie gesagt, einfach in der Handhabung ist. Die Verbinder selbst sind preiswert. Kauft ihr am besten im Tausenderpack, sind nicht teuer. Und solltet ihr euch mal verfräsen und ein Verbinder an der falschen Stelle landen, könnt ihr in der Regel einen solchen Verbinder einleimen, bündig abschneiden und neu fräsen. Das heißt, die Fehlerquote bei dieser Maschine ist sehr gering. Ich würde euch zu einer Maschine ab dem mittleren Preissegment raten, da die billigen Maschinen oft Probleme mit der Genauigkeit haben. Das nächste System wären Runddübel. Runddübel sind mit herkömmlichen Mitteln relativ schwierig zu verarbeiten, denn bei Runddübeln gibt es eigentlich nur zwei Zustände, passt oder passt nicht. Das wäre jetzt der Duo-Dübler von Muffel. Ich will jetzt weniger auf die Maschinen eingehen und keine Werbung hier für die Maschinen machen, sondern eher auf die Systeme und
was dahinter steckt. Die Maschinen könnt ihr euch in Ruhe dann angucken. Wenn ihr Runddübel mit einer solchen Maschine verarbeitet, habt ihr eigentlich die Garantie, dass es bei richtiger Handhabung auch passt. Das ist der Vorteil dieser Dübelmaschinen. Ihr könnt Dübel von 3 mm, gibt es kaum, aber gängig sind 5 mm, bis 16 mm verarbeiten. Das ist hierbei der große Vorteil. Die Bohrtiefe, hier sind zwei Bohrer drauf, im Raster von 32 mm. Die Bohrtiefe ist maximal 40 mm. Das heißt, ihr könnt maximal Dübel 16 x 80 mm verarbeiten. Das sind 12er Dübel, also noch relativ klein. Der Vorteil dieser zwei Bohrungen liegt darin, dass ihr dieses Raster habt, 32 mm, das ihr von Möbelbeschlägen kennt. Das heißt, mit dieser Maschine könnt ihr auch Möbelbeschläge verarbeiten. Ihr könnt Loch reinmachen, ihr könnt sogar die sogenannten Rastex-Verbinder einsetzen, das sind auch lösbare Verbinder. Ihr habt hier zwei fixe Anschläge, dadurch wird das Ganze sehr genau, die sind federnd und es gibt noch Zusatzanschläge zum Aufstecken. Das heißt, mit dieser Maschine könnt ihr wirklich ganz genaue Dübelverbindungen herstellen. Das passt wunderbar und beim Verleimen hat so ein Runddübel natürlich den Vorteil, da verrutscht euch nichts. Auch für dieses System, also für Runddübel, gibt es lösbare Verbinder. Die sind relativ unbekannt, nennen sich Scheulenburg-Verbinder von der Firma Scheulenburg. Und wie ihr seht, da ist alles rund. Ihr braucht also nur runde Bohrlöcher. Und dann könnt ihr diese Verbinder einsetzen. Ein Teil kommt in das eine Holzteil, das andere Teil, dieses Gewindeteil hier kommt in das gegenüberliegende. Und damit schließt ihr die Verbindung. Und der Vorteil von dieser Verbindung ist, ihr habt einen Weg von ca. 4 mm, wo diese Verbindung die beiden Teile zusammenzieht. Und das könnt ihr halt beliebig oft lösen. Und wie gesagt, mit diesem Duodübler wunderbar verarbeiten. Dann gibt es noch von Festool die Dominofräse. Das wären die Verbinder dazu, sogenannte Dominos. Der Name kommt durch die Form. Die gibt es in verschiedenen Größen von 4 bis 10 mm für die kleine Maschine. Es gibt auch noch eine große Dominofräse, die halte ich aber für den Möbelbau für übertrieben. Ihr könnt mit dieser DF500 Verbinder in der Größe einfräsen, die wirklich ausreichend sind für das, was man normalerweise im Möbelbau braucht. Ich habe damit auch schon Betten verbunden, also Kopfteile von Betten, schon massivere Teile, das geht wunderbar. Die Dominofräse ist, was die Handhabung angeht, etwas komplexer. Ihr habt hier mehr Einstellmöglichkeiten als bei den anderen zwei Maschinen. Ihr könnt diese Verbinder zum Beispiel auf Null fräsen oder mit Aufmaß. Ihr könnt sie in verschiedenen Tiefen fräsen. Ihr habt hier einen Klappanschlag, den ihr verstellen könnt, je nachdem, wo ihr diese Sachen einfräst. Ihr könnt natürlich auch an Gärungen fräsen, auch das geht. Geht übrigens mit den anderen Maschinen auch. Und inzwischen gibt es auch ein System für lösbare Verbindungen. Das ist dieses Jahr auf den Markt gekommen. Damit könnt ihr zerlegbare Schränke oder sonstige lösbare Verbindungen realisieren mit dieser Dominofräse. Gab es bisher auch nur für die große Variante und die war nicht so richtig für den Möbelbau geeignet. Der Verbinder ist relativ klein, könnt ihr also im Möbelbau problemlos einsetzen. Den habe ich jetzt getestet, kommt demnächst in der Zeitschrift Holzwerken mein Testbericht und die Sachen sind wirklich gut. Soviel also als kleine Schnellübersicht zu den einzelnen Maschinen. Jede Maschine in ihren Funktionen Details zu erklären, würde den Rahmen dieses Videos total sprengen. Schaut euch einfach mal bei den Herstellern um. Die haben alle auch Anwendungsvideos und Unterlagen, wie das Ganze benutzt wird, was man damit machen kann. Ich verwende alle drei Maschinen schon seit einigen Jahren. Ich habe also schon gewisse Erfahrungen mit allen gesammelt und gebe euch jetzt mal so einen kleinen Überblick darüber, wozu ich welche Maschine verwende. Die Flachdübelfräse wird bei mir definitiv am häufigsten eingesetzt. Der Grund ist der, dass sie wirklich einfach in der Bedienung ist. Man muss nichts groß einstellen. Man hat in der Regel die 20er Verbinder, mit denen kann man das meiste erledigen. Und die Fehlerquote ist sehr gering. Ich kann nach Anriss arbeiten und die Bauteile dann beim Verleimen ausrichten. Das funktioniert sehr gut bei Plattenwerkstoffen, denn die Flachdübelverbindung ist optimiert für Plattenwerkstoffe, also Korpusse. Was damit nicht geht, sind Rahmen. Rahmen sind in der Regel schmale Querschnitte. Da braucht ihr auch Stabilität. Das kann der normale Flachdübel nicht leisten. Also da braucht ihr einfach andere Verbindungen.
Für alles, was plattenförmig ist, super. Funktioniert natürlich auch an Gärungen. Ihr könnt also auch 45 Grad, 22,5, ihr könnt Achtecke damit verbinden, kein Problem. Ihr könnt T-Verbindungen machen, also nicht nur Eckverbindungen. Das geht alles wunderbar und einfach. Den Duodübler nehme ich sehr gerne für Rahmenverbindungen, die etwas massiver sein sollen. Zum Beispiel für diese Werkbank hier hinter mir, die hat ein etwas massiveres Gestell. Das habe ich damit verbunden mit 12er Dübeln, da kriegt man ordentlich Halt in so ein Gestell rein. Sehr gut geht das Ganze wirklich bei Eckverbindungen. Das funktioniert super. Wenn ihr T-Verbindungen macht, wird das Ganze schon ein bisschen aufwendiger, da das Anschlagsystem eher auf Eckverbindungen ausgelegt ist. Also T-Verbindungen gehen natürlich, aber da müsst ihr einfach hier diesen Abstand mit berechnen und genau anzeichnen. Das ist also etwas aufwendiger. Ihr könnt schmale Bauteile verbinden, wenn ihr nur einen Bohrer verwendet. Bei zwei Bohrern im Abstand von 32 mm könnt ihr euch ausrechnen, wie schmal euer schmalstes Werkstück sein kann, je nach Durchmesser des Bohrers. Nur ein bisschen was dazu rechnen. Das heißt, ihr seid in etwa bei den Rahmendimensionen wie bei der Lamellofräse. Also 60 mm breite Rahmen, das mache ich sehr oft, gehen mit dem Duodübler prima. 50 mm ist schon sehr knapp. Alles, was breiter ist, sowieso. Loch reingehen gut für Möbel, für den Möbelbau. Das funktioniert super. Und eben diese Scheulenburg-Verbinder, schaut sie euch mal an. Die sind auch sehr preisgünstig, die Verbinder selbst. Ich habe euch das da eine Bezugsquelle auch verlinkt. Wie gesagt, der Duodübler, wunderbares Gerät, kann sehr viel. Alles, was runde Löcher sind, bis 16 mm, kann man mit dem machen. Geht sehr gut, ist allerdings schon eine andere Preisklasse als eine günstige Flachdübelfräse. Wenn da noch Zubehör und Bohrer dazu nimmt, ist man schnell im vierstelligen Bereich. Das sollte einem auch klar sein. Die Dominofräse habe ich lange etwas stiefmütterlich behandelt, wenig eingesetzt, da ich sehr viel mit Flachdübeln und dem Duodübler gemacht habe. Durch diese neuen Verbinder jetzt hat diese Fräse ein wesentlich größeres Einsatzgebiet bekommen, zumindest bei mir. Ich kann damit zerlegbare Verbindungen machen. Nachteil dieser Verbinder ist, sie funktionieren nicht an Gärungen. Den Klamex-Verbinder von Lamello gibt es den. Es gibt also keinen anderen Hersteller für diese Klamex-Verbinder, nur original. Den könnt ihr problemlos in Gärungen setzen. Ab 18 mm Holzstärke funktioniert das. T-Verbindungen funktionieren hiermit, keine Gärungen. Der Vorteil der Dominofräse ist wirklich, dass ihr sehr schmale Bauteile verbinden könnt. Also sehr schmale Rahmen, Sprossenrahmen, das geht hiermit wunderbar. Da der Verbinder selbst ja sehr schmal ist, wenn ihr da einen Fünfer nehmt zum Beispiel, es gibt auch noch kleine Vierer, verwende ich aber so gut wie nie, da könnt ihr wirklich schmale Bauteile damit verbinden. Nachteil bei der Dominofräse ist, man muss sich mit ihr etwas länger beschäftigen. Man muss wirklich darauf achten, wie fräst man. Man hat eine seitliche Bewegung, man muss die Maschine gut festhalten. Man darf nicht zu schnell fräsen, nicht zu langsam. Man muss auf die richtige Tiefeneinstellung achten, die richtige Höheneinstellung. Also ihr habt mehr Möglichkeiten, müsst aber auch viel mehr aufpassen. Also die meisten Anwender von der Dominofräse haben garantiert schon mal in ihre Werkbank gebohrt, weil sie vergessen haben, die Tiefeneinstellung richtig zurückzustellen wieder. Auch hier ist auch der Preis wieder für viele ausschlaggebend. Mit Zubehör und allem drum und dran ist man hier auch schnell im vierstelligen Bereich. Die lösbaren Verbinder, sowohl von Festool als auch von Lamello, sind preislich auch eher im oberen Bereich angesiedelt. Je nach Packungsgröße seid ihr da bei 1,50 Euro bis 2 Euro pro Verbinder. Das ist erstmal erschreckend, aber wenn ihr mal überlegt, wie oft braucht man das Ganze, relativiert sich das. Ich hatte letztes Jahr zwei Kleiderschränke gemacht, jeweils 1 Meter breit, 2 Meter hoch, mit Unterteilung. Da habe ich insgesamt 80 von diesen Klamex-Verbindern verbraucht. Das war bisher mein größtes Projekt mit diesen Klamex-Verbindern. Gegenüber günstigeren Systemen für lösbare Verbindungen habt ihr hier bei diesen beiden den Vorteil, dass ihr weniger Fehler machen könnt.
Also gerade wenn ihr teure Materialien verarbeitet, spielt das eine Rolle. Wenn ihr zum Beispiel einen Exzenterbeschlag verwendet, den ihr einbohren müsst, macht nur eine Bohrung falsch, dann passt gar nichts mehr. Wenn ihr hier falsch fräst, könnt ihr das ausleimen und neu fräsen. In der Regel ist der Schaden dann sehr gering. Also auch das ist ja ein Argument, was man gelten lassen sollte in Bezug auch auf den Preis eines Verbinders. Wenn ihr also dabei weniger Gefahr läuft, teures Material zu versemmeln, ist ein teurer Verbinder vielleicht die bessere Wahl. Kurzes Fazit. Dominofräse kann Plattenverbindungen machen, aber nicht so schnell und bequem wie die Lamello. Sie kann schmale Teile verbinden. Das geht wirklich super damit. Da spielt sie alle ihre Stärken aus, aber sie ist teuer. Der Duodübler kann sehr gut Rahmen, Stollen, dickere Bauteile. Was etwas schwieriger ist, aber durchaus machbar, sind Plattenverbindungen. Also wenn ihr Korpusse verbindet mit Dübeln, das ist mit dem Duodübler etwas aufwendiger als zum Beispiel mit der Dominofräse. Aber ihr habt die Möglichkeit, damit Beschläge zu verarbeiten im Raster von 32 mm. Die Flachdübelfräse ist die Maschine, die ich Einsteigern gerne empfehle. Ihr bekommt eine gute Flachdübelfräse für um die 300 Euro. Die hier ist etwas teurer, hat ein bisschen mehr Komfort, ist minimal präziser, was ihre Führungen angeht. Aber mit einer 300 Euro Fräse liegt ihr eigentlich im grünen Bereich. Kein Problem. Vorteil ist, sie ist einfach in der Anwendung. Die Verbinder sind gnadenlos günstig. Die Fehlerquote ist gering. Wenn ihr mal verfräst, leimt ihr aus, schneidet ab, fräst neu. Auch kein Thema. Und es gibt um diese ganzen Flachdübelverbindungen mittlerweile ein schönes System an anderen Verbindern. Nachteil bei diesen anderen Verbindern ist, dass Lamello selbst einige vom Markt genommen hat, die sie aber zugekauft haben. Für euch ist das nur der Nachteil, dass ihr Schwierigkeiten habt, diese Verbinder, wie zum Beispiel dieser Schieberverbinder hier, in kleinen Mengen zu bekommen. Früher gab es die von Lamello direkt in so kleinen Blisterpackungen, die sind vom Markt. Ihr müsst also einen Händler finden, der diese Teile in kleinen Stückzahlen verkauft. Sollte aber auch kein Problem sein. Einsteigern würde ich raten, fangt mit der Flachdübelfräse an. Ihr habt euch schnell in das System eingearbeitet, ihr könnt sehr viel damit machen. Und wenn ihr mal schmale Rahmen macht, Stollen, was auch immer, also schmale Bauteile, gibt es immer noch die Oberfräse. Und jetzt kommt der Teil, warum hier in der Ecke Werbung steht. Bisschen Eigenwerbung muss sein. Es gibt einen Online-Kurs von mir, da zeige ich euch verschiedene Eckverbindungen, die ihr mit jeder Oberfräse machen könnt. Habe ich euch verlinkt. Wenn es euch interessiert, schaut mal rein. Ich habe auch Trailer und Vorschauvideos, könnt ihr euch einen kleinen Eindruck machen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr den Kurs bei Vimeo kaufen. Oder ihr macht direkt das Abo und habt alle Kurse, kriegt jede Woche ein hochwertiges Video. Das war jetzt der Werbeblock. Das reicht auch schon. Wie gesagt, ich wollte jetzt keine Werbung für irgendeine Maschine hier machen. Das ist nicht Sinn und Zweck dieses Videos. Ich wollte diese Systeme vorstellen, denn es sind wirklich Systeme. Es sind nicht nur Maschinen, es sind Systeme, die um diese Maschinen gewachsen sind. Und da müsst ihr euch einfach gut überlegen, was ist eure Hauptanwendung? Was macht ihr also am meisten? Wenn ihr viele Plattenwerkstoffe verarbeitet, Flachdübelfräse, ganz klar. Wenn ihr viele Rahmen macht, dann nehmt den Duodübler oder die Dominofräse. Wenn ihr viel im Raster 32 machen wollt, ist der Duodübler von Vorteil. Die Dominofräse kann keine Beschläge verarbeiten, nur Verbinder. Also wer jetzt auf eine konkrete Empfehlung gewartet hat, kauft diese Maschine, den muss ich enttäuschen, weil es gibt keine konkrete Empfehlung. Ihr müsst wirklich euch überlegen, welche Maschine passt zu eurer Anwendung. Der Königsweg wäre natürlich, alle drei Maschinen in der Werkstatt zu haben. Wenn ihr euch das leisten könnt, wunderbar, kauft alle drei, seid ihr für alles gerüstet.
Aber wenn ihr nur eine Maschine euch erstmal anschaffen wollt, wie schon mehrfach gesagt, Flachdübelfräse. Ganz klar mein Favorit für Einsteiger. Ja, ich hoffe, euch haben diese vielen Infos ein bisschen weitergeholfen. Nochmal der Hinweis, guckt in die Videobeschreibung, da habe ich euch noch ganz viele weitere Infos verlinkt. Das lohnt sich. Und dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg beim Holzverbinden.